Wenn Sie jetzt 30.000 Euro hätten, dafür erhalten Sie noch einen Golf, dieses Auto von VW. Und in 15 Jahren hatten Sie für die gleiche Summe immer noch 30.000 ein Fahrrad, aber leider nur ein gebrauchtes. Das ist die Wirkung dieser Enteignung. Und da das langsam geht, gehen die Leute nicht auf die Barrikaden. Das ist zu langsam und fordern eher Lohnerhöhung. Die Rentner können das nicht. Die kriegen alle 10 Jahre 1%. Und auch Studenten und solche Leute, die sich nicht wehren können, die trifft das natürlich ganz besonders. Und es ist keine Frage, die Deflation am Ende wird in Hyperinflation umschlagen, wenn diese Druckerei weitergeht. Es gibt nur drei Alternativen, die den Herrschern offen stehen. Das eine ist der offene Staatsbankrott wie 1948. Da dauert es 24 Stunden. Alle Konten auf Null, alles Bargeld auf Null, alle Renten auf Null, alle Versicherungen auf Null und so weiter. Und das andere ist die Hyperinflation. Die dauert ein bisschen länger, vielleicht ein Jahr, mit dem gleichen Effekt. Nur, dass sie dann immer noch dicke Geldpacken haben, womit sie ihren Kachelofen heizen können, weil das billiger ist als Kohle zum Beispiel. Und die dritte Alternative ist Krieg. Dann, man hat dann einen Sündenbock und die Leute sind zufrieden, wenn sie noch leben und so weiter. Und dann ist es ihnen fast egal, ob ihr Bankkonto nun auf Null gegangen ist oder nicht.